vergrößern, verkleinern. João Pedro, rechts, spielt seit 2014 für Cagliari Calcio. Urheberrecht Getty Image. Steilen wie Terne Mail Kommentare. Die Serie A hat ihren zweiten Dopingfall in dieser Saison. Ein Brasilianer wird für 6 Monate gesperrt. Die Staatsanwalt hatte ein höheres Strafmaß gefordert. João Pedro vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio ist wegen Dopingmissbrauchs von der italienischen Dopingorganisation NADO für 6 Monate gesperrt worden. Der 26-jährige Brasilianer wurde positiv auf Hydrochlorothiazid getestet. Pedro hatte beteuert, das Mittel unwissentlich über die Nahrung zu sich genommen zu haben. Die Staatsanwalt hatte eine Sperre von 4 Jahren gefordert. Dieses Urteil ist für mich wie eine Wiedergeburt, nachdem die Staatsanwaltschaft 4 Jahre gefordert hatte. Sie haben mir geglaubt, dass es keine böse Absicht war. Für mich ist es wie ein Sieg, sagte Pedro nach Bekanntgabe der Sperre. Obwohl die harntreibende Substanz nicht zu einer direkten Wirkung auf Leistungssteigerung dient, wird sie als Maskierungsmittel verwendet, um Dopingmittel zu verschleiern. Pedro ist bereits der 2. Spieler aus der Serie A, der in dieser Saison aufgrund von Doping gesperrt wurde. Fabio Luchoni, Kapitän von Benevento Calcio, wurde im Januar wegen Dopings für 1 Jahr gesperrt. Der 30-Jährige war im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden. Benevento-Teamarzt Walter Giorgione wurde für 4 Jahre gesperrt, nachdem er Luchoni das Steroid in Form eines Sprays verabreicht hatte. Teilen wie Terne Mail Kommentare.